Großalarm in Redebüngen. Der Albtraum für jeden Feuerwehrmann scheint wahr geworden zu sein. Feuer in einer Behindertenwerkstatt. Gleich über 100 Menschen in Gefahr. Die meisten von ihnen können sich wegen ihrer Behinderungen nicht selber vor den Flammen und dem Rauch retten. Und schon die ersten Meldungen lassen nichts Gutes erahnen. Ja, ja. Da war eine Person vermutet. Komm ich da irgendwie rein? Ja, hier kommt er. Gleich mehrere Schwerverletzte, die Lage scheint unübersichtlich. Im weitläufigen Gebäude vermuten die Einsatzkräfte weitere Opfer. Für die Uhr tickt. Haben wir noch Leute? Mein Gott, Schwerverletzte, oder liegen noch mehr Schwerverletzte? Der ist erstmal raus. Der ist raus, ja. Du willst erstmal hier betreuen? Eine weitere! Du bist doch, dass er noch mehr drin wegkommt? Ja, verstanden. Betreuung? Wann macht euer Druck? Viel Aufregung, doch spätestens bei dem dröppelnden Feuerwehrschlauch der Drehleiter merkt es dann auch der Letzte. Übung der Feuerwehr und natürlich alle Einsatztrupps. Borrell ist da, Rede ist natürlich da mit allen Löschtrupps und Einsatztrupps und DRK ist da. Ja, wir üben und gehen mal den Ernstfall durch. Wenn in so einer Einrichtung etwas passiert, dann ist natürlich jede Menge Logistik gefragt. Und wir kennen ja eine so eine Situation, die wir in Deutschland gehabt haben, von nicht ganz langer Zeit. Und war ein bisschen jetzt der Anlass, mal zu schauen, wie ist es, wenn man in so einer Einrichtung unterwegs ist. Tatsächlich kamen im November 2012 bei einem Feuer in einer Behindertenwerkstatt in Titisee-Neustadt bei Freiburg 14 Menschen ums Leben. Neben der Diskussion um den Brandschutz in solchen Einrichtungen brachte die Katastrophe auch unsere Feuerwehren zum Nachdenken, wie sie mit einer solchen Lage umgehen könnten, die unter so besonderen Voraussetzungen entsteht. Guckst du mir mal in die Augen? Hast du irgendwie mit Feuer zu tun gehabt oder so? Ja, ich bin in dem Raum und jetzt okay. Mein ganzes Gesicht in meinem Kann ich mal hier noch irgendeine spezielle Personen einerseits, okay, die hilflos sind und letztlich und endlich auch die Koordination vieler, vieler Dinge, die hier gerade notwendig sind bei so einem verschachtelten Gebäude. Kein Haupteingang in diesem Sinne. Und ja, man muss erstmal suchen, wo sind Verletzte, wo sind Leute sozusagen auch eingeschlossen. Rauchentwicklung ist angesagt gewesen und insofern ja eine ganze Menge zu tun. Rauchgas im Wasser. Wie gut sind die Feuerwehren auf den Ernstfall vorbereitet und was können sie besser machen? Denn der kann jederzeit kommen. Nur allzu gut haben die Bocholter und Reder Feuerwehrmänner etwa die Massenkarambolage auf der A31 im November 2011 vor Augen. Damals machten sich solche Übungen bezahlt und retteten Menschenleben.